10 Minuten zum Thema Personal Branding, Personal Reputation, Positionierung. Was ist das eigentlich? Und Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich mich jetzt in 11 Episoden dieser kleinen Kurzvideos mich um die Frage gedrückt habe. Und sie kommt jetzt als Nummer 12. So, das ist ja auch nicht einfach, alles rauszusortieren. Deswegen habe ich wieder hier meine schöne Präsentation und beziehe mich im Wesentlichen auf den Research von einem Mann, der an der Universität Zürich zu diesem Thema Reputation forscht. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass im gesamten internationalen Raum er derjenige ist, der diese Begrifflichkeiten am saubersten auseinandernimmt und eine Arbeitsdefinition uns liefert, die erstens wissenschaftlich fundiert ist und zweitens aber auch in der Praxis hält. Und das ist ja natürlich ganz toll, weil das ist das, was wir brauchen. Marc Eisenegger. So, er sagt, ohne Reputation ist soziale Ordnung und Gesellschaft überhaupt nicht möglich. Also das zeigt so ein bisschen den Stellenwert von der Reputation für einen Menschen an. Man ist sonst gar kein richtiges Mitglied der sozialen Ordnung. Natürlich reden wir hier über Beruf. So, aber fangen wir mal ganz außen an. Fangen wir an mal bei Identität. Also Identität ist über sämtliche Kulturkreise hinweg eine Sache, die zunächst mal dem man sich selbst unbekannt ist, die einen Spiegel braucht, um gesehen zu werden. Und dazu gibt es auch das schöne Bild von Dorian Gray. Aber es gibt auch ganz viele Märchen und Geschichten zu dem Thema. Also diese Spiegelwahrnehmung, es braucht den anderen, um seine eigene Identität zu verstehen. Und die Identität heißt auch, dass wir in unseren Rollen nicht frei sind. Wenn wir den Spiegel der Dritten brauchen, dann haben wir immer Erwartungen zu erfüllen. Und um Erwartungen Dritter geht es auch beim Thema der Reputation. Weil die anderen stellen drei Arten von Erwartungen an uns. Und das sind die Konstituenten der Reputation. Wir haben die Erwartung an die Leistungsseite, wenn wir im beruflichen Umfeld sprechen. Also da geht es darum, dass man alles das macht, was Zahlen bringt, was nachprüfbar ist. Also Leistungsnachweise, Zielorientierung, Businesspläne, Quarterly Results, Finanzthemen, Investitionsthemen, klare persönliche Pläne für die eigene Karriere. Alles das, was sozusagen quantitativ messbar ist, das findet sich auf dieser Leistungsseite. Und das ist auch das, woraus wir sehr viel Selbstwert ziehen, wenn uns diese Leistungen gelingen. Hätte ich gesagt, Achievements, aber ich will keine Anglizismen verwenden. Okay, so, wenn man hier einen Fehler macht und hier versagt, öffentlich, dann geht das schon auf den Selbstwert, aber man kann sich davon erholen, indem man beim nächsten Mal bessere Leistungen bringt oder auf einem anderen Gebiet etwas Wichtiges leistet. Die zweite Seite der Erwartungen, die wir von Dritten zu erfüllen haben in unserer Gesellschaft, ist eine Seite, die lange Zeit im Business kaum eine Rolle gespielt hat. Und das ist die Seite, die Eisenegger die soziale oder kommunale Seite nennt. Und da geht es um unsere sozialen Werte und Eignung. Also sind wir ein moralischer Mensch? Haben wir Warmherzigkeit? Zeigen wir die? Sind wir freundlich? Sind wir zuverlässig? Kann man uns vertrauen? Sind wir transparent und ehrlich? Diese Werte sind für die noch gerade am Ruder sitzenden Akteure im Wirtschaftsumfeld, sind die sehr, sehr schwer nach außen zu zeigen. Sie mögen sie haben, aber sie zeigen sie selten. Und wenn man heutzutage sieht, dass eben solche Art von Menschen, die nach außen hin sehr kalt, sehr rational wirken, gehen müssen, dann hat es damit zu tun, dass sich das soziale Umfeld, die Gesellschaft geändert hat und wir im Moment in so einer krisengeschüttelten Welt sind, dass wir Menschen als Führung haben wollen, die auf der Seite der sozialen Kompetenz hoch
punkten und hoch leben. Wenn man hier einen Dämpfer erleidet, also wenn man als unzuverlässig abgestempelt wird, wenn man als ein unmoralischer Mensch gebrandmarkt ist, dann kann man sich nur sehr, sehr schwer davon erholen. Und das ist was, wenn solche Dinge in die Öffentlichkeit geraten, dass sich diese Art von Managern dann nur noch selten an die Unternehmensspitze eines anderen Unternehmens setzen können. Also wenn man im Firmenjet während des Lockdowns privat nach Wimbledon fliegt, um das Endspiel im Tennis anzuschauen, dann hat man so viele Regeln gebrochen, dass das schon schwierig ist. Wenn man aber dann noch so tut, als wenn das völlig normal wäre, dann hat man nicht nur die Regel der Warmherzigkeit und der Moral verletzt, sondern dann ist man automatisch auch nicht mehr in seinen Werten konsistent, die man nach außen predigt und die man nach ebenfalls außen lebt. Gut, die dritte Komponente der persönlichen Reputation ist das, was neu durch die sozialen Medien hinzugekommen ist oder stark nach vorne gespielt wurde, die expressive Seite und die Seite der Authentizität, in Anführungszeichen, des Charisma und der Attraktivität. Die müssen wir natürlich auch bedienen. So, also, wie machen wir das? Da gibt es jetzt den Begriff der strategischen Selbstdarstellung für die expressive Seite. Und das heißt nichts anderes, als dass man sein Selbst editiert oder bearbeitet, um in diesem Spiegel der anderen möglichst vorteilhaft gesehen zu werden. Also an sich ein sehr unechtes Verhalten, was aber entsteht aus einer Art verinnerlichtem Druck, wo man immer mehr zu werden versucht, wer man nach außen sein will, um das Gap zu schließen, was entstanden ist. Und dieses Gap schließe ich quasi in mir selbst und versuche, diese fremde Person zu werden, diese Persona zu verkörpern. Das führt relativ klar ins Unglück. Also viele Menschen, die das machen, gerade jüngere Menschen, leiden unter Depressionen, wie man immer häufiger in der Öffentlichkeit auch sieht und hört. Wir sind der Meinung, dass es sich lohnt, auf die andere Seite zu schauen, dass man diese expressive Seite nach außen zeigt, in einer Art, die inside out geht. Und das heißt, dass wir tatsächlich die Dinge, die in uns auf der Seite der Emotionalität, der Freundschaft, der Freundlichkeit im Business versuchen, nach außen zu tragen, im Grunde genommen ein inneres, implizites Wissen explizit machen und das mit den Menschen teilen. Fehler, gelernte Lektionen, Erlebnisse, Stories, richtige Stories, keine gefakten. Das hatte ich schon gesagt. Also die Gefährdung, Selbstwert ist zu verkraften, Gefährdung der moralischen Reputationsseite ist vernichtend und Gefährdung im expressiven Bereich, also der typische Shitstorm, ja Gott, das kostet dann Geld und Follower, aber im Grunde genommen zu verkraften. Reputation hat sich geändert, hatte ich schon gesagt, wir gehen von dem grünen Digitalen immer weiter weg, immer mehr ins Blau-Digitale in die Cloud letztendlich. Und das zeigt sich auch im Erscheinungsbild der Manager. Und das ist so spannend, das will ich Ihnen jetzt unbedingt noch zeigen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Also, in den Nullerjahren, da waren hier unsere Manager noch mit Krawatte und zugeknöpftem Hemdkragen unterwegs. Jackett war obligatorisch. Das war die Zeit, als der Francis Fukuyama sein Buch Trust geschrieben hat. Hier habe ich es im Regal. Und diese Zeiten sind natürlich schön vorbei. Die ganzen Bilanzskandale sind gekommen, also Enron, WorldCom, Siemens, Adecco etc. Und naja, 10 Jahre später sahen die Manager eben schon ein bisschen anders aus. Hier sehen Sie jetzt diesen Einfluss der, nicht direkt der Selbstobjektivierung, aber sagen wir mal, es ist schon sehr staged. Ja? Also hier will man etwas Bestimmtes zeigen und darstellen. So, nochmal 20 Jahre, also nochmal 10 Jahre weiter, 20 Jahre in Summe,
ist die ganze Sache nochmal anders geworden. Und hier ist jetzt sehr viel Flexibilität auf einmal zu sehen. Entweder geht man im Anzug, wenn man gerade zu Gericht muss, wie Elon Musk, oder man setzt sich gemütlich in eine Wohnzimmerumgebung, wie Brian Chesky, der Chef von Airbnb. Oder man zeigt sich in Lederjacke auf dem Buchcover eines Buches, das heißt Leben führen, arbeiten. Wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie. Ja, die Janina Kugel, die drückt es eigentlich sehr gut aus. Wir haben lange nach diesen Regeln gespielt und jetzt ändern wir sie und schaffen eine neue Welt der Führung, was sich auf allen drei Reputationsebenen abspielt. Fassen wir mal zusammen. Also, Identität braucht immer das Gegenüber, entsteht im Wechselspiel. Authentizität ist also in meiner Arbeitsdefinition der Moment, in dem man mal die Maske runternimmt. Und dann setzt man sie wieder auf und spielt seine Corporate-Rolle weiter. Und das ist das, was die Leute lieben, einfach mal den Menschen zu sehen. Wichtig ist, dass dieses Gap zwischen Inszenierung und Identität wirklich klein bleibt. Dann haben wir über Personal Reputation gesprochen. Und das ist so das, was hinter unserem Rücken gesprochen wird über uns. Und Personal Branding, das ist das, was ich persönlich sehr gefährlich finde. Das ist diese Selbstobjektivierung, wo man sich zu einer Person macht, die man gar nicht ist. Und das sollte man eigentlich wirklich nur machen, wenn man psychisch super stabil ist. So, was ist Positionierung? Das ist die Kunst zwischen diesem einerseits dem Erfüllen müssen von Erwartungen und andererseits dem, was die Janina Kugel sagt, jetzt brechen wir es, eine schöne Kombination zu finden, wie ein Kunstwerk. Dass man sagt, das ist meine persönliche Positionierung. Hier lebe ich konform und hier breche ich. Hier gehe ich einen Schritt weiter, hier gehe ich in das Neue, hier schaffe ich ein Stück Zukunft. Und das gibt natürlich Aufmerksamkeit, Verständnis und Vertrauen. Und das ist genau das, was wir brauchen, um eine hohe persönliche Reputation zu haben. Und sie zu entwickeln und damit die Zukunft. So, wir bei CEO Positions beschäftigen uns mit dem Thema schon sehr, sehr lange. Haben Sie vielleicht auch gemerkt, seit 16 Jahren oder mehr. Die CEOs, die mit uns arbeiten, die sind in ihren Jobs durch die persönliche Positionierung, durch dieses enge Gap, mehr als 7 Jahre zum Teil in ihren Jobs, wenn sie Lust haben darauf. Und das ist natürlich für uns der schönste Leistungsausweis, denn dann kann man wirklich was erreichen für ein Unternehmen. Dann kann man Zukunft schaffen, dann kann man Ideen umsetzen und nicht nur von Transformation reden, sondern sie schaffen. Tschüss.